So, Freunde, willkommen zurück bei Abenteuer auf dem Reiterhof Teil 6. Und letztes Mal haben wir ja, Bekanntschaft gemacht mit dem Herrn Bürgermeister, der ja, wie wir mitbekommen haben, unbedingt das Land haben will, auf dem sich das Gestüt befindet. Okay, nee. Ich komme noch nicht so ganz mit, welcher Tag wann da was da ist. Und er hat sich wohl ein Dokument besorgt, das die Besitzerin des Gestüts Marie als tot identifiziert. Und wenn das, also wenn das durchkommt, dann ja, kann er das Gestüt kaufen, ohne Probleme. Vor allen Dingen halt, weil wir ja ordentlich in Finanzproblemen stecken. Das darf man ja nicht vergessen. Nicht mehr heute Niagara. Moment. Ey, diese Zeit verstehe ich halt nicht. Bin schon bei, ich muss die 3 erreichen, ja? Na gut, dann. Keine Ahnung, was das jetzt war. Dann nehmen wir Domino und dann trainieren wir heute mit Domino ein bisschen springen. Dann können wir das ja mal nutzen und gehen noch mal ins Zuchtzentrum. Verkaufen Carlos wieder und holen uns eine Stute. Ich wollte ja heute eigentlich auch mal mit Pongo trainieren, mit dem neuen Fohlen. Aber bei Regen ist das halt keine gute Idee. Ich glaube, ich hatte ja tatsächlich mit allen geredet, oder? Carol will noch? Mit Carol kann ich noch reden? Ich weiß nicht, wie du unser Gestüt retten willst, Emma. Aber pass auf dich auf. Dieser Mann ist schlimmer als eine Schlange. Ich weiß, Carol, aber ich werde ihm den Giftzahn schon ziehen. Raphael und ich haben einen Plan, um ihn matt zu setzen. Du und Raphael? Seht euch bloß vor. Werden wir, Carol. Vertraue uns. Ja, genau. Raphael hat den Plan geschmiedet, dass wir beim Bürgermeister einbrechen und uns das Dokument holen. Ist vielleicht auch nicht ganz legal, aber ganz ehrlich, wenn alle schummeln, dann da geht überall die Moral runter, weil sie halt nicht raus können. So, dann kümmern wir uns erstmal um Niagara. Ich glaube, Mittwoch soll es weitergehen mit der Story, also morgen. Natürlich nur, ich glaube, morgen ist Turniertag. Dann würde ich wahrscheinlich eher das Turnier machen. Wir wollen ja unsere ganzen Nebenaufgaben etc. noch. Was war das jetzt? Okay, da kann ich also irgendwie nicht bürsten. Ich dachte nur an den Beinen kann ich damit nicht bürsten, aber na gut. Und im auf dem Kopf natürlich. Thank you.
Sache mit den Turnieren ist halt immer, ohne Turniere kriege ich halt keine neuen Pferde im Zuchtzentrum. So. Noch die Box. Das mit. So. Na bitte. Springen war ja hier. Scheiße. Ja, da komme ich in meiner jetzigen Stufe noch gar nicht drüber. Das ist so bescheuert. Weil dadurch kann ich halt kein gutes Ergebnis erzielen. Und dadurch geht das mit dem Training nur so richtig schleppend voran. Das ist total dämlich gemacht. Die erschweren es den Spielern damit eigentlich nur noch unnötig. Also das geht kaum voran, weil ich durch die Stufe, weil die mich auf irgendwelchen Trainingsplätze setzen, die noch zu hoch für mich sind. Geht das halt nicht voran hier. Weil es sind ja keine guten Ergebnisse, die ich dann erziele. Ich reiß ja die ganze Zeit nur alles. Ja, das war jetzt doof. Letzte Abbremsen hätte nicht sein müssen. So, jetzt geht das wenigstens mal voll. Eine Runde noch. Ja, okay. Ein bisschen schneller hätte ich schon noch machen können. Raphael will auch nicht mit mir reden. Alles vorwärts.
hatte den sogar schon verkauft. Das habe ich komplett. Ach so, ich hatte. Oh, ich hatte letztes Mal schon geguckt, oder? Wie es aussieht. Die ganzen Stuten. Die sind mir noch nicht. Maximal halt sie hier. Dann wenigstens schon mal Beweglichkeit Stufe 3 hätte, aber. Okay, nee, dann. Ja, da hatte ich irgendwie vergessen, dass ich letztes Mal schon da war. Alter, wieso ist jetzt 20 Uhr? Das macht so gar keinen Sinn, diese Zeitenverteilung. Na gut. Dann gucken wir mal, was beim nächsten Turnier rumkommt. Wie gesagt, eine Stute hätte ich ja schon gerne noch. Ah, nee, eins noch weiter. Na komm. Da war eine Domino. Kann ich vielleicht noch zu Herrn Creon, dass ich mit dem noch mal ein bisschen quatsche? Ich muss ja auch mal mit den Dorfbewohnern hier ein bisschen reden. Okay, ich kann rein, aber er ist nicht da. Okay. Na gut. Dann gehe ich jetzt halt schlafen. Ja, geh schlafen. Ja, okay, heute geht's. Sollte es weitergehen. Hausdurchsuchung. Ich finde nicht mehr in den Schlaf, seit Raphael und ich beschlossen haben, dem Haus des Bürgermeisters einen heimlichen Besuch abzustatten. Ich bin mir nicht sicher, ob unser vermeintlich genialer Aktionsplan wirklich so brillant ist. Und wenn Raphael recht behält, wenn dieser Mann wirklich so einflussreich ist, dass er die Ermittlungen einstellen und Marie für tot erklären lassen kann, dann ist es ihm sicher ein leichtes, sich ihr Land unter den Nagel zu reißen. Ich habe Angst. Immer wenn ich mir vorstelle, wie ich das Haus durchsuche, sehe ich mich in der Falle und merke, wie mir die Platzangst die Kehle zuschnürt. Was hat mich nur bewogen, einem solchen Plan zuzustimmen? Platzangst und Klaustrophobie sind immer noch zwei verschiedene Dinge, liebe Emma. Klaustrophobie heißt, ich habe Angst vor engen Räumen. Platzangst heißt, ich habe Angst vor weiten Plätzen. Treff mich vor Mittag hinter der Kirche. Das Passwort lautet Pony M, gezeichnet Agent R. Oh, Raphael, warum behandelst du die ganze Sache nur wie ein Spiel? Weil er doof ist. Am Mittag. Es regnet natürlich schon wieder. Das ist nicht gut für mein Training mit den Pferden. Ja, heute ist ein Wettkampf.
Sorry, Raphael, aber dann mache ich heute den Wettkampf. Mit Vaioma vorankommen. Und wie gesagt, ich will ja diese Nebenaufgabe erfüllen, von wegen ein Fohlen großziehen. Und wenn ich die Story so durchziehe, dann schaffe ich das nicht vor dem Ende. Und die Box. Wir machen mit. Okay, er ist... Dann ist tatsächlich Niagara hierfür besser geeignet. Dann nehmen wir sie doch auch gleich mit. Ja, stimmt alles. Amateurwettkampf. Gegen Ende war Profi, dann kann ich am Profi-Rennen ja wahrscheinlich gar nicht teilnehmen, wenn meine Pferde dafür nicht gut genug sind. Weil bis Samstag kriege ich die garantiert nicht auf Level 3 hoch. Okay, das ist hier richtig scheiße gelegt gerade alles. Hindernisse, mein Gott. Wir reiten hier durch. Thank you.
Boah. Okay, jetzt muss ich hier lang. Sind viel zu eng gestellt. Wie sollst du dich da rechtzeitig entscheiden, wo du lang willst? Bitte. Neue Trainingsstrecken. Okay. Fürs Zuchtzentrum ist es zu spät. Dann gehen wir halt lesen. Wo ist mein Handy? Ich mache wieder Fotos. Oder, nee, hier Ausbildung habe ich noch nicht gelesen. Wenn ein Fohlen auf der Stelle hüpft, wartet es wahrscheinlich im Gedächtnis, dass du ihm einen neuen Trick beibringst. Was hältst du davon, es einmal rückwärts gehen zu lassen? Wenn du siehst, wie sich dein Pferd auf der Weide am Zaun reibt, ist das ein Zeichen dafür, dass es sich langweilt. Zeig ihm einen kleinen Zirkustrick, lass es rückwärts gehen und sich auf die Hinterbeine stellen. Irgendwie ist in diesem Spiel die Antwort auf alles, bring ihm einen Trick bei. Ach, verdammt. Ach, das habe ich schon. Ja, sehe gleich 4. Dann kann ich auch kurz noch abwarten. Es ist schon sehr spät. Ich gehe schlafen. Heute, Mark, vergiss nicht die Nachricht. Du musst Raphael vor Mittag gegen die Kirche treffen. Das mit dem Regen ist einfach nur schlecht fürs Training. Hier ist keiner. Kanada. Machen jetzt schnell die Pflege und dann gehen wir wieder ins Dorf. Die haben schon gar keine Moral mehr, aber ich kann sie halt nicht rauslassen, weil es regnet. Thank you.
wieder alles schön sauber. Pünktlich um 12 bin ich dann zwar auch nicht da, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Spiel jetzt nicht so pingelig ist, dass ich, wenn ich ein bisschen später komme, direkt, nee, musst halt morgen wieder kommen. Weil dann stelle ich mir für den morgigen Tag einen Wecker auf 10 Uhr oder so, damit ich halt wenigstens was zu tun habe. Na, lässt du mich mal bitte in die Stadt rein? Ich störe mal diese Aufgabenstellung nicht. Auf der Nachricht steht Vormittag. In der Aufgabenliste steht dann Mittag. I don't get it. Hi Chantal. Heute stehst du ausnahmsweise mal im Regen, ja? Na toll. Keiner da. Hinter der Kirche. Was ist denn hinter der Kirche? Ja, okay, dann ist das Spiel halt wirklich so pingelig und sagt, nee, du bist 12, bist du da. Finde ich ja auch doof. Dann quassel ich jetzt nochmal ein bisschen mit den Leutis. Guten Tag, Herr Pfarrer. Hier ist wieder die sündhaft Neugierige, die wissen will, warum sie nicht nach Beliou wollten. Wissen Sie, junge Dame, die Neugierde ist nicht immer eine Sünde. Sie ermöglicht es uns, gewichtige Probleme zu lösen, die unter der Last der Gewohnheit begraben liegen. Ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Nein, das tun Sie nicht, Mademoiselle. Die Zeit hat die Wunden geheilt und ich habe meinen Frieden gefunden. Lange ist es her. Ich war 20 Lenze jung und strebte eine Karriere als Gerichtsschreiber und Notar in der väterlichen Kanzlei an. Ich war jung und schrecklich verliebt in ein bezauberndes Mädchen. Sie lebte hier im Dorf, aber ahnte nichts von alledem. Sagen wir, dass mir die Natur schon damals nicht gewogen war. Sie hätten sie ansprechen sollen. Sie wissen doch, Liebe versetzt Berge. Das ist sicherlich wahr, Fräulein. Aber als ich zu dieser Einsicht gelangte, war die Schöne bereits entschwunden, sozusagen über Nacht. Ich habe überall nach ihr gesucht, habe ihre Eltern aufgesucht, aber niemand konnte mir weiterhelfen. Ich habe mich von diesem Schlag niemals richtig erholt.
Aus lauter Verzweiflung habe ich meine Liebe übersteigert und auf meine Mitmenschen gerichtet. Sie werden nun meine Bedenken bei der Übernahme dieser Gemeinde verstehen. Aber mit zunehmendem Alter muss ich sagen, dass ich es nicht bedauere, zumal die Wechselfälle des Lebens so manche Wunde heilen. Ach ja? Und wie ist das in Ihrem Fall geschehen? Oh, ganz einfach. Durch die Rückkehr des Mädchens meiner Träume in ihr Dorf. Sie war 40 Jahre älter. Aber ich habe sie sofort erkannt. An ihren Augen. Sie besaßen immer noch den Glanz. Würde mich nicht wundern, wenn er von Madame Claudette das redet. Das ist wahr. Es gibt Dinge, die man nie vergisst. Und was taten Sie daraufhin? Eines Tages kam sie zu mir. Wegen irgendwelcher Blumen. Ich habe ihr alles gestanden. Mit ihren großen, heiteren Augen hat sie mich ungläubig angestarrt, um mich dann fest in ihre Arme zu nehmen. Seither sind wir beste Freunde. Wow, das ist aber eine schöne Geschichte, Herr Pastor. Wenn man so etwas hört, muss man das Leben einfach lieben. Aber sicher muss man das. Wenn man das Leben liebt, gibt es einem diese Liebe irgendwann zurück. Adieu, mein Kind. Guten Tag, großer Holzschuhartist. Guten Tag, Mademoiselle. Was verschafft mir die Ehre? Oh, weibliche Neugierde. Herr Créon, ich möchte doch die Fortsetzung Ihrer Abenteuer hören. Nicht so forsch, mein Kind. Meine Abenteuer. Aber gut einverstanden, ich fahre fort. Danke. Nun denn, in Anbetracht der kleinlichen Kritik beendete ich meine Tanzkarriere und beschloss, hoch hinaus zu gelangen. Ich wollte die Welt auf Stelzen erobern. Eine altehrwürdige Kunst, die ich durch einen Rekord aufzuwerten gedachte. Wow, wie unerschrocken. Und was für einen Rekord wollten Sie aufstellen? Nicht mehr und nicht weniger als eine Weltreise auf Stelzen. Eine fantastische Leistung, die mir allgemeine Hochachtung eingebracht hätte. Sie sprechen im Konjunktiv 2. Ist nichts daraus geworden? Ja, ganz hochgehobene Bildung ich hier. Ich merke, dass Sie die Finessen unserer Sprache perfekt beherrschen, schöne Fremde. Wie Sie erahnen, harrt der Rekord weiterhin seiner Bezwingung. Für mich wurde der Versuch nach 143 Metern durch den Hund einer charmanten jungen Dame unterbrochen. Die Folge war eine klassische Verstauchung und die Hochzeit mit der ersten Frau meines Lebens. Ach, wie süß. Das ist ja wirklich romantisch. Ja, aber mein ganzes Leben gleicht einem Roman. Mit dem nächsten Kapitel müssen Sie sich allerdings noch gedulden. Entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun. Okay, ich gehe jetzt, aber ich komme wieder. Ich liebe Romane. Ich nicht. Dann mache ich es jetzt so. Ich reite zum Zuchtzentrum. Vorher rede ich nochmal schon mit Chantal, wenn ich die Möglichkeit schon mal habe, weil die sieht man ja fast nie irgendwie. Hallo Chantal. Und was geht so ab im Dorf? Hi Emma. Im Dorf ist wie immer nix los. Das ist hier echt nicht Paris, wohl? In dem Kopf passiert echt absolut nichts. Wir gehen ins Zuchtzentrum, gucken, welche Pferde neu sind. Vielleicht ist eins für mich dabei. Und dann gehe ich zum Markt und dann schlafen. Die Ruhe auf dem Land hat ihre Vorteile, Chantal. Und das Chantal. Leben in der Stadt ist auch nicht immer aufregend. Das stimmt nicht. Paris ist klasse. Da leben die Stars. Und wenn man zum Starsystem gehören dachte, die will, leben muss in man Hollywood. Nach Paris. Königin der Nacht kann man nur da werden. Das ist ja wohl mal klar, wohl? Du willst Star in Pariser Nacht leben werden, Chantal? Claro will ich Star werden. Star heißt nämlich Stern. Das haben mir die Außerirdischen gesagt. Die kommen nämlich von dort. Das müssen ja Außerirdische sagen, dass Star Stern heißt. Du hast Außerirdische gesehen und mit ihnen gesprochen? Ja, aber sicher doch. Auch wenn die befohlen haben, nichts zu verraten wollen. Die waren nämlich top secret unterwegs. Das war wegen so einem Casting. Und mich haben die für ihre große Show ausgewählt. Können wir mal drüber reden, dass Hugo der Dorfdepp ist, aber sie darf von Aliens reden und das ist alles cool. Ah, und wie sahen die Außerirdischen aus? Keine Ahnung, hab sie nicht gesehen. Die meinten, das wäre nicht gut für meine Augen. Das geht nur mit Spezialbrille, wohl? Aber ich habe ihre Stimmen gehört. Total seltsam.
Die sprechen durch die Nase. Sind also verschnupft. Und wo hast du sie gesehen? Das war auf dem Weg nach Hause, nach der Arbeit. Da war dieser Hohlweg. Die hatten sich hinter einer Hecke versteckt. Ist das lange her? Boah, schon eine Weile. Du warst noch nicht hier. Aber die haben gesagt, sie kommen zurück und nehmen mich inkognito mit. So muss ihr Raumschiff heißen. Die kommen wieder, garantiert. Sicher, Chantal, sicher. Ach ja. Kommt 14 Uhr hier irgendwas Neues? Falls der Markt überhaupt noch offen ist, wenn ich dann zurückkomme. Nö, nichts Neues. Kann ich hier eigentlich dann wenigstens noch mal rein? Weil ich brauche ja den Punkt auf der Karte. Ja, das wird das letzte Apartment. Das kann man halt bekommen, wenn man nicht direkt sagt, man bleibt hier, sondern wenn man halt sagt, nee, ich fahre nach Paris und mache mein Praktikum. Moment mal. Ist das vielleicht kürzer, wenn ich hier durchreite? Na, nicht viel kürzer, aber na gut. Witz, ey. Es kommen kaum Stuten dazu und die, die dann dazu kommen, die sind halt nicht so... Ich überlege halt doch, die schwarze Stute hier mitzunehmen. Die hätte wenigstens Beweglichkeit schon mal Stufe 3. Ja, nehmen wir die mit. Dann haben wir die drei Pferde fürs Gestüt. Dann hätte ich halt wenigstens schon mal eine Stute für ein Profi-Dressurturnier. Generell für die Dressurturniere. Und dann gehen wir jetzt direkt schlafen. Ist jetzt ja auch nicht so wichtig mit dem Markt, weil ich habe ja sehr viel schon gekauft. Gehen wir Sonntag wieder.
Na, lass mich bitte durch. Ich glaube, der macht ja nur bis 18 Uhr oder so. Ja, ist schon zu. Okay, Wecker. Stellen wir uns den auf um 10.